My name is Jan Svenungsson. I'm a Swedish artist. I work in many techniques myself, but I always had an interest for printmaking, which I think is a wonderful laboratory to try out new ideas and also to try old ideas in a new way. I've been making prints ever since I started, on and off, but I am not a printmaker expert myself. I'm an enthusiast. The name of the department is Grafik und Druckgrafik. My translation to English, drawing and printmaking. Drawing is the most basic artistic impulse. You take a pen, you make a line, you show something with a drawing. And printmaking is a wonderful way of exploring inspiration in relationship to machinery. The printing press inspires you to do something different than what you would have done in a drawing or a painting. Welcome to the Intaglio studio of the Department for Graphics and Printmaking. My name is Henriette Leinfellner. I'm working here as a teacher. My colleagues and I offer quite a range of techniques and methods in a very well-equipped studio, which range from analog techniques, traditional techniques, which are about 500 years old, until very contemporary techniques, which are digital techniques in combination with intaglio, photo etching, for example. When you start an etching, for example, you work with metal plates, copper plates, or acrylic glass. You work it, you polish it up, you lacquer it. You work on it with a sharp tool, with a needle, for example, with a nail. And then you can, after the drawing is done, you put it into the etching bath, where it stays some time, take it out, wash it off, clean it, and then you start the printing process on an intaglio printing press. This is a carborundum radierung etching plate. The medium is a ground stone on an acrylic, mixed with acrylic base, and you use this to work onto the plate, onto the metal plate. Sometimes you do have mechanic techniques here as well as dry point, where you work with a tool into the plate and you wound it. And then when the plate is finished, it's put on a big printing press to take a proof of it. Mein Name ist Anja Tristram, ich bin aus Leipzig und habe dort an der Kunsthochschule Malerei und Grafik studiert. Jetzt unterrichte ich hier an der Angewandten in Wien in der Werkstatt für Linolschnitt und Holzschnitt. Die Hochdrucktechnik funktioniert so, wie der Name Hochdruck sagt, dass die höher liegenden Ebenen drucken und die tiefer liegenden, also weggeschnittenen Teile, weiß bleiben. Soweit man das in der Kamera sehen kann, ist das die Werkstatt mit den wunderschönen alten Pressen aus dem 19. Jahrhundert und an denen wir auch die meiste Zeit drucken. Das ist ganz im Prinzip ganz einfach. Wenn die Platten geschnitten sind, kommen die Studenten zu mir, machen einen Termin. Man kann die Platten dann an den Glastischen einwalzen mit der Druckfarbe und anhand der Presse wird dann ein Druck gemacht in einer hohen oder kleinen Auflage. Thank you.
My name is Maria. I'm from Uzhhorod, Ukraine, and I'm studying at Angewandte Kunst since 2018 at the Department of Printmaking. For now, I'm mostly working at the screen printing or Hochdruck. Applied arts, like playing bigger role in my art life. My topics are based on some anthropological research or the folklore, not just local, but also folklore of the world. Hello, my name is Gregor Fuchs. I started studying here in 2015 and I'm a student assistant here in the lithography workshop where I spent most of the time. I'm Nisa Strasser. I started studying here in 2017. I will be assistant next semester and I'm currently also printing a lot of lithography here. You paint or draw with ink and charcoal on a stone, like with this kind of charcoal. Afterwards you let it stand for some time and then it's getting etched with Gummi Arabicum and Petersäure. And the parts where you paint it on, they will take the oil color and the rest will take the water and push away the color. You can do things that you can't do, like with a brush on paper. Yeah, so. You can like really get all the gray tones in between, not only flat colors, and it like the print really looks like the drawing you made on the stone. You can choose the color, of course, and print different colors on top of each other. I really like this technique because I'm working in really fine strokes. We have this polished Kalkschiefer stone and then you can paint on it with fat, including ink or charcoal. I think like this. It's good. Scratch something away with a needle. These are all unique things that you can't do with another technique. It's two persons who are hugging each other. In my work, it's a lot about relationship and everyday life and habits that are done day by day, and so they used to be seen as normal. Mein Name ist Larissa Leverenz, neben mir sitzt die Flora Zimetta. Wir sind beide hier in der Siebdruckwerkstatt. Ich habe eigentlich sozusagen über die Möglichkeit, dass man Fotos in Siebdruck umsetzen kann, bin ich zum Siebdruck gekommen. Habe sozusagen zuerst Hintergrundflächen gemalt und dann drüber Fotos gedruckt. Vorher begeistert mich am Siebdruck, dass man auf unterschiedliche Materialien drucken kann, mit Überlagerungen arbeiten kann. Die Farbintensität dieser Technik. Ich arbeite auch nach wie vor mit Fotos, die ich reduziere, verändere und dann im Siebdruck drucke. Mich fasziniert auch an der Technik, dass man das vereint, das Handwerkliche und das digitale Arbeiten, dass man Effekte erzielt, die man so in der Malerei oder in anderen Bereichen nicht erzielt. Wenn man in die Werkstatt kommt, beschichtet man mal sein Sieb. Dann muss das Sieb eine Weile trocknen. Man beginnt mit einer Vorlage, das heißt, diese Vorlage wird entweder digital auf eine durchsichtige Folie gedruckt. Wichtig ist, dass es im Siebdruck nur Schwarz und Weiß gibt. Alle Graustufen, die das menschliche Auge sieht, werden simuliert im Siebdruck, entweder durch eine Rastertechnik oder durch Farbüberlagerungen. Wenn man einen mehrfärbigen Druck machen will, dann muss man halt pro Farbe eine Vorlage erstellen und ein Sieb belichten und drucken. Wenn das Sieb trocken ist, wird es belichtet.
Das dauert vielleicht 2 Minuten maximal und danach ist die Schicht dort, wo es nicht abgedeckt war mit Schwarz, ist die Schicht hart. Ich kann das Sieb jetzt auswaschen. Ein Sieb herstellen, das ich dann auch so drucken kann. And I'm 25 years old. I'm here at the Department of Druckgrafik for a year now. I mainly work with oil pastels and graphite. I'm really interested in all the things we learn, like Siebdruck and Hochdruck, Tiefdruck. What I really love about the university and our department is that you have so many courses and so many things you can choose. I'm working on a big scale now. Normally I'm doing a really small scale. And I really love it that you have your own space. I'm Timothy. I'm 22 years old, studying at graphics. I came here because I thought it would be good and it's actually quite nice. Hallo, ich bin Farilla und ich studiere an der Angewandten Grafik und Druckgrafik und es ist mein 3. Semester. Mich interessiert Druckgrafik, weil ich Grafikdesign studiert habe davor, 2 Jahre, und ich wollte mehr ins Analoge und ins Händische und deswegen habe ich mich für Druckgrafik entschieden. Ich komme aus Afghanistan und ich lebe hier seit 20 Jahren. Ich würde mich gerne dieses Semester mit Stoffen beschäftigen, Textilwerkstätte, und weil Afghanistan sehr ein reich an Muster und auch orientalische Gewände hat, und die würde ich gerne dann ins Abstrakte übernehmen und auf Stoff übertragen. The young students, they have a love of drawing and printmaking, or one of them, they choose us. They come here, and if we see that they have a deep interest and a talent for it, they get in. During the time here, they can expand into any area of work which is right for them. It is not for the university to tell somebody that just because you started at one place, you have to stick to that area for the rest of your education or for the rest of your career. That's not how it works. Because we have this name, Grafik und Druckgrafik, this character that we work with line drawing and machine printmaking, we attract a certain crowd. And then it is totally exciting to see what the people in this crowd develop into. Thank you.